Moin und wieder herzlich willkommen bei einem weiteren Video Frag zurück zum Garten live. Eure Fragen von mir beantwortet. Schauen wir doch mal rein, was mich heute erreicht hat. Also, heute haben wir hier. Ich verfolge seit längerem Ihren Kanal auf YouTube und erhoffe mir hiermit Ihre Hilfe. Wirst du bekommen. Ich habe vermutlich eine Heidelbeere bei uns im Garten stehen. Vor 5 Jahren haben wir das Grundstück gekauft und jedes Jahr hat der Strauch wunderschöne blaue Beeren. Leider konnte mir bisher niemand sagen, ob es sich um eine Heidelbeere oder eventuell etwas Giftiges handelt oder vielleicht nur ein Zierstrauch. Ich wäre so dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. Schauen wir gleich mal rein. Die Beeren sind blau und haben helles Fruchtfleisch. Ja, weist schon mal auf Heidelbeere hin, denn hätten sie dunkles Fruchtfleisch, ist es die Wildform. Ich habe mal ein, zwei probiert und es hat nicht bitter geschmeckt, nicht bitter oder so geschmeckt. Ja gut, dann schon mal ersten Test bestanden. Anbei noch ein paar aktuelle Fotos vom Strauch. Herzlichen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Annika. Restname habe ich mal unkenntlich gemacht, weil tut ja hier nichts zur Sache. Annika, die Fotos schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Community Power also wieder gefragt, aber ich habe natürlich schon mal reingeguckt und würde sagen, das ist definitiv eine Heidelbeere. Erstmal zu Heidelbeeren vorab. Das, was du beschrieben hast, also wäre natürlich nochmal interessant, wenn man so die Blütenstände sehen würde oder die Früchte selber, aber dieses Indiz, helles Fruchtfleisch, das weist eigentlich schon darauf hin. Also die Kulturheidelbeeren, die von Züchtern sozusagen nachempfunden wurden, die sind außen blau und haben innen ein helles Fruchtfleisch. Die Wildheidelbeeren, also das, was man im Garten so findet, wenn ihr die durchschneidet, sind die nicht hell, sondern die haben innen drin rötliches Fruchtfleisch. Also das ist schon mal so ein Indiz, dass du definitiv eine Kulturform der Heidelbeere hast und keine wilden. Man kann ja auch wilde in den Garten umsetzen und das Ganze dann kultivieren. Aber so von dem, was du bis jetzt beschrieben hast, würde ich sagen, es ist kein Zierstrauch und weist definitiv auf eine Heidelbeere hin. Ich will aber vorher noch einmal kurz sagen, um mich da rechtlich auch rauszunehmen, das ist jetzt nur eine subjektive Meinung von mir, weil anhand von Bildern kann man das natürlich schwer ausmachen, also Angaben ohne Gewähr. Aber schauen wir einfach mal in die Bilder rein und dann gucken wir mal, was du da hast. Hier haben wir das erste Bild. Also von den Blütenständen her, auch wenn du mal googelst, ne, Heidelbeere, Blüten googelst, das sieht schon sehr danach aus. Auch die Blattform passt dazu und da würde ich also definitiv sagen, das sieht gut nach Heidelbeere aus, ohne da irgendwie, ja, was darauf hinweisen zu, also dass da irgendwas ist, was darauf hinweist, dass es keine Heidelbeere in dem Sinne ist. Also vom Bild her, schaut gerne auch mal so Community, schaut mit drauf. Aber ich würde sagen, das sind definitiv Heidelbeerblüten. Die sehen denen, die ich so kenne von Heidelbeeren, also von der Kulturform, sind die 1:1 identisch. Also von daher würde ich sagen, ja, Heidelbeertechnisch sieht das definitiv so aus. Und dann gucken wir einfach mal rein. Du hast ja noch mehrere Bilder mitgeschickt. Als zweites Bild habe ich dann das hier. Unten vom Strauch her. Ja gut, da kann man jetzt wenig drauf erkennen, außer dass du im Hintergrund einen Kirschlorbeer stehen hast. aber auch da Blattform, Austrieb, Beholzung von Kulturheidelbeeren, die wurde auch ein paar Mal schon geschnitten, wie man sieht. Hat ja auch neue Austriebe unten, also von daher dem jungen Nachtrieb ist da ja auch ja, sozusagen Folge geleistet worden. Also da würde ich sagen, auch da weist es drauf hin. Und dann haben wir ja noch ein Bild, da hast du nochmal eine Nahaufnahme von den Blättern eingesendet. Das sieht dann so aus. Oben seht ihr hier auch wieder die Blütenstände und von der Blattform her, also sieht definitiv nach Heidelbeeren aus. Und auch vom Geschmack her hast du ja gesagt, süßlicher Geschmack, innen drin hell. Also das weist alles auf eine Heidelbeere hin. Aber kleiner Tipp, es gibt so auf öffentlichen Veranstaltungen, also bei mir gibt es das zum Beispiel in der Gärtnerei, nimm doch einfach mal Blatt, Blüte oder eine Beere, wenn es soweit ist, mit in eine Fachgärtnerei, die auch Heidelbeeren und etwas dergleichen verkauft und frag da einfach den Fachmann. Also nimm die Sachen mit vor Ort, am besten natürlich die Früchte und dann können die dir direkt sagen. Also bei mir ist es so, ich habe eine Baumschule hier im Ort und die ist wirklich top, kann ich einfach nur sagen. Und wenn ich mal Fragen habe, die außerhalb meines Wissensstandes sind, dann gehe ich da hin, frage die. Die haben auch immer für Äpfel zum Beispiel, haben die so ein Apfelfest
im Herbst und da kann man dann seinen Apfel und seine Blätter mitbringen und dann ist da so ein Fachteam, das untersucht den Apfel, probiert den, misst den durch, guckt und so weiter und hilft dann bei der Sortenbestimmung, weil oft ist es ja so, wenn man einen Garten übernimmt und man konnte die Vorbesitzer nicht fragen oder die wissen es einfach nicht, dann weiß man einfach nicht, was hast du denn da für einen Apfel? Und das Gleiche kann ich dir auch nur empfehlen mit deiner Heidelbeere, also ich sage jetzt mal einfach, ist eine Heidelbeere, weil das sieht definitiv danach aus. Aber um dir den Tipp zu geben und auch um sicher zu sein, mach es so, nimm einfach Blätter, Blütenstand oder auch die Beeren, wenn sie dann jetzt im späteren Verlauf kommen, nimm sie mit, besuch eine Fachgärtnerei und die können dir dann definitiv sagen, ob es eine Heidelbeere ist oder nicht. Die Sorte wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber die helfen dir da. Hier nochmal das Bild eingeblendet. Also für mich sieht es definitiv aus wie eine Heidelbeere und ja, herzlichen Glückwunsch, weil Heidelbeeren als Strauch relativ teuer und auch in der Größenordnung, der scheint ja locker einen Meter hoch zu sein und wenn er schon guten Ertrag gebracht hat, ja, freut mich für dich, dass du so einen Strauch hast. Heidelbeeren, muss ich sagen, die fehlen mir auch noch in meinem Garten. Also da muss ich demnächst, ja, jetzt hast du mich auf den Trichter gebracht, also Heidelbeeren werde ich noch eine Ecke für finden und die dann auch anbauen. Brauchen ja ein bisschen saures Milieu, aber das kriege ich wohl hin. Ja, Annika, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten und dir auch den Tipp geben. Also wie gesagt, Fachgärtnerei aufsuchen, die können dir da definitiv helfen. Und ich hoffe, ich konnte deine Frage auch hinreichend beantworten, auch schlau gemacht von dir, direkt Fotos mitzuschicken, weil nur anhand von einem Text was zu bestimmen, ist natürlich schwierig. Und natürlich ist es auch so, wenn ihr mal eine Frage beantwortet haben wollt, stellt eure Frage an fragzurückzumgarten@gmail.com und dann seid ihr vielleicht im nächsten Video schon drin. Und für die, die nur Zuschauer sein möchten, natürlich auch gern gesehen. Nicht vergessen, hier unten Kanal abonnieren, Like-Button drücken, die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Frag zurück zum Garten Video. Ich bin raus, bis dann, ciao, ciao und schöne Grüße noch an Annika.